Das lebt quasi noch in dem Moment, wo du reinbeißt. Aber der Unterschied ist, dass wir es nicht töten müssen wie ein Tier, sondern dass es für uns da ist. Wenn wir wirklich in unserer Kraft sein wollen, wenn wir sein wollen wie ein Genie, wenn wir high performen wollen, wenn wir jung aussehen wollen und bleiben, dann müssen wir uns lebendig ernähren. Was sind denn die Gründe, die dagegen sprechen, sich mit Fleisch und mit Milchprodukten zu ernähren, was die meisten vielleicht da draußen schon mal geahnt haben, aber noch nicht wirklich sich damit ausdrücklich beschäftigt haben? Ja, Maxim, du sprichst es absolut an. Die meisten wissen internal, dass das nicht in Ordnung ist, was wir da machen, zumindest nicht in dieser Menge. Ich möchte ja gar nicht abschlagen, dass es komplett falsch ist, Fleisch überhaupt mal zu essen, ja, aber nicht in dieser Menge und in dieser Qualität, wie wir es machen. Also ich zitiere mal Tobi Beck, den du ja auch hervorragend kennst, wo wir uns ja auch kennengelernt haben. Der hat mal in der Podcast-Folge gesagt, der ist da über Argentinien geflogen und hat quasi stundenlang, als er geflogen ist, nur Rinderweiden unten auf dem Boden gesehen. Jetzt stell dir das mal vor, was das für die Natur und für diese Rinder und auch für uns Menschen bedeutet. Diese Monokultur an Tieren, also ich traue mich ja fast gar nicht, das zu sagen, das ist ja absolut irre. Und das sind Sachen, die sehen wir einfach gar nicht. Also wir haben so eine krasse kognitive Dissonanz mittlerweile entwickelt, dass wir überhaupt gar nicht mehr checken, was da draußen Sache ist. Und wenn wir unsere Mutter... Oder wenn du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, deine Mutter, dein Freund, deine Freundin, deine bekannten Freunde so behandeln würdest, wie wir Tiere behandeln und dann noch ins Schlachthaus steckst und dann auch noch isst, ja, dann überleg dir mal, wie weltfremd dieses ganze System ist, das uns durch Medien, durch Dissonanz einfach aufgedrückt wurde und dann natürlich eben auch noch durch eine hervorragend geile Marketingstrategie und Berichterstattung. Also das Modell ist ja perfekt schmackhaft gemacht wird, dass Fleisch die einzigste Energiequelle ist, die einzigste Eiweißquelle ist, natürlich neben Milch, die auch noch von glücklichen Kühen kommt, ist ja auch klar, ne? Nur Milch schützt deine Knochen übrigens, alles andere ist völlig wahllos, ne? Und diese Marketingstrategie gepaart mit dieser kognitiven Dissonanz und diesen absoluten, es gibt ja viel mehr Tiere wie Mensch, alleine nur Nutztiere wie Menschen auf der Welt, das ist schon alleine Grund genug, dagegen zu sprechen. Jetzt kommen wir noch zu den gesundheitlichen Risiken. Also wir kriegen natürlich, alles ist ein Kreislauf, das weißt du, Maxim, genau wie ich und alle großen Denker und Genies dieser Geschichte wussten das. Das heißt, wenn wir eine Wüste von Tieren schaffen, wo nur Tiere leben, die müssen ja auch kacken, ja? Die haben Ausscheidungen, die müssen fressen. Das alles geht ja wieder zurück in den Kreislauf, kommt wieder zu uns zurück. Jetzt essen wir die Tiere aber auch noch. Die haben ein scheiß Leben, wenn ich das mal so sagen darf. Und plus, sie hatten noch wirklich Angst, wenn es dann zum Cut geht, ja, hier. Diese Angst hat, gibt es wissenschaftliche Studien, das ist nichts, was ich jetzt hier auf meinen Fingern zauge, geht in das Fleisch der Tiere über, wir essen diese Hormone mit, cuttet uns ab von der Spiritualität, die wir gerne hätten, die vielleicht auch Genies hat. Also das heißt, wir tun uns auf multiple Weise wirklich einen großen Schaden damit, dass wir das essen und dann ist das Fleisch auch gar nicht mehr qualitativ hochwertig. Es hat ja nichts mehr mit einem ursprünglichen Tier zu tun. Ja, wenn wir Ureinwohner sehen, Aborigines oder die essen mit Sicherheit eben auch Fleisch, aber die haben das Tier vorher geehrt. Sie haben es gejagt, es war ein fairer Kampf. Sie haben es ausgenommen, sie haben es nur geopfert, um selber zu überleben. Das ist die Natur, das ist ja auch noch fair. Was wir hier machen, hat nichts mehr mit Natürlichkeit zu tun. Und alleine schon deshalb dürfen wir uns die Überlegung stellen, ist es richtig, dass ich noch Fleisch esse? So stark, dass du es ansprichst. Ich habe gerade so viele... Ping, 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 diese Parallelen. Ich kann es bestätigen, genau das, was du gerade angesprochen hast. Das war auch bei mir der Hauptgrund. Die Hormone, die Tiere, ja, überall Angst, Schmerz, Todesängste, ne? Das geht ja ins Blut über, ins Fleisch und wir konsumieren das. Und ich habe es aufgehört. 2011 war das und 2 Monate später hatte ich eine innere Ruhe gehabt, die kannte ich so nicht. Mhm. Und wie du es jetzt selber auch sagst, das Fleisch perfekt abgepackt und dann wird das irgendwo im Supermarkt neben Shampoos und Klopapier platziert und dadurch wird das Tier objektisiert, die Seele wird wortwörtlich, es ist wie ein austauschbares, esse ich heute Fleisch oder nicht, benutze ich heute Apfelshampoo oder Aprikosenshampoo, ja, das ist genau, wir haben dem, was Seele hat, komplett die Seele genommen
Und die Genies, kann ich dir hundertprozentig bestätigen, Da Vinci sagte, wir sind wandelnde Grabstätten, Einstein sagte, nichts würde uns dem Weltfrieden näher bringen als der Umstieg auf vegetarische oder, damals gab es noch keine vegane Ernährung, vegetarische Ernährung vor 100 Jahren. Christian, jetzt bist du ein Mensch, der sehr, sehr tief in die Materie eingetaucht ist. Wenn wir jetzt von den Nachteilen sprechen, ja, also die Marketingindustrie, die hat ja gesagt, Milch, gesundes Kalzium, was ja eigentlich genau das Gegenteil der Fall ist. Vielleicht magst du das auch das kurz mal erzählen. Welche Vorteile sprechen denn dafür, sich veganer oder bewusster zu ernähren? Also ich gehe mal noch einen Schritt weiter, weil vegan ist ja häufig auch bei vielen positiv. Jetzt die Grünen und die grüne Jugend, die findet es ja hip, vegan sich zu ernähren. Vegan ist aber nicht gleich gesund. Also das möchte ich noch mal da betonen. Und vegan, sage ich ja auch immer gerne, ist Korn, Schnaps, Bier, Wein und Beyond Meat Burger genauso. Ja? Die Frage ist aber, wollen wir auch das in unsere Ernährung einbeziehen oder wollen wir zum Beispiel eben auch, ich gehe noch einen Schritt weiter, warum ist Fleisch nicht nur gut, sondern ich sage auch, warum ist Gemüse nicht gut für uns? Weil das, ich möchte das jetzt nicht pauschalisieren, aber das meiste Gemüse, ich esse ja auch Brokkoli, das meiste Gemüse, was wir kaufen, ist genauso jetzt als Nachfolger oder das meiste Obst genauso instrumentalisiert geworden. Also das heißt, wir bauen es in Monokulturen an. Wir spritzen das zu Tode, dass hier ja nicht irgendwas anderes kommt. Wir blusten das auf, dass es so dick wird. Hast du mal einen Brokkoli in der Natur gesehen? Der ist vielleicht so. Und einen Brokkoli in den Laden kaufst, der ist so. Also das heißt, es ist alles auch ein bisschen weg von der Natürlichkeit gekommen, ein bisschen ist gut und dementsprechend dürfen wir auch da aufpassen, nicht nur zu sagen, wir ernähren uns jetzt vegan und dann machen wir ein Brokkoli aus dem Discounter für 99 Cent neben unserem Beyond Meat Burger und ziehen uns irgendeine vegane Cola mit rein. Das hat, da ess lieber ein Stück Fleisch, was wirklich noch ein gutes Tier hatte, was 11 Jahre gelebt hat, auf der Weide und auf der Weide noch geschossen wurde, dass es gar nichts mal mitgekriegt hat davon, dass es irgendwie zum Schlachten geht. Ich glaube, das ist noch sinnvoller als dieser ganze vegane Kult, nenne ich es jetzt mal, der da getrieben wird mit den ganzen Ersatzprodukten und wenn sich ein Discounter da draußen rühmt mit, wir sind der größte vegane Laden und alles klimaneutral und alles und dann hast du halt die übelste verpackte und natürlich auch übelste verarbeitete Masse. Das ist einfach nur eine Masse, leblos, auch keine Seele mehr. Und da hätten bestimmt auch die größten Denker damals schon gesagt, sag mal, habt ihr sind doch alle, was läuft denn hier schief? Ne? Also das heißt, ich vertrete gar nicht so diesen veganen Trend, wenn ich sage, hey, lebt doch einen pflanzenbasierten, gesunden Lifestyle, der wirklich auch geil ist, der gut schmecken kann. Und da kommen wir dann bestimmt auch im zweiten noch drauf. Da habe ich auch so Bücher geschrieben hier, ne? Vegan kochen mit Lupine, mit so schönen Rezepten drin. Also du kannst auch wirklich geile Sachen hier machen, wo aber nur 5 Zutaten drin sind, wo ohne Zucker ist, ja, ohne Soja, ohne GMO und dieser ganze Mist. Und jetzt nochmal, weil du gesagt hast, dann nach den Vorteilen, wenn du pflanzenbasiert vegan und also pflanzenbasiert gesund dich ernährst, dann hast du auch keine gentechnisch veränderten Materialien in dir. Also wenn du Fleisch isst, hast du es ja sowieso durch das gentechnisch veränderte Futter. Aber auch wenn du dich vegan ernährst, nehmen wir an, du nimmst mal einen Beyond Meat Burger her oder The Vegetarian Burger oder wie sie alle heißen, dort ist zum Beispiel modifiziertes Rapsöl drin. Rapsöl klingt erstmal mega gesund, geil. Ja. Ich habe sogar in meinem Babygläschen mal früher Rapsöl drin. Aber du musst wissen, wenn Rapsöl nicht bio ist, ist es immer genmanipuliert. Das ist immer ein genmanipulierter Raps. Ja? Und das Zeug steckt in unseren Produkten drin und wir wissen es gar nicht. Ja? Oder gehärtetes Kokosfett. Das hat nichts mehr, das klingt alles super, aber hat nichts mehr mit Gesundheit zu tun. Und deshalb sind die Vorteile auf der Hand. Du hast, deine Zirbeldrüse öffnet sich wieder, du bist kein lebendiger Leichenschaukasten mehr, sondern das Lebendige in der Ernährung, also wenn wir grünes Blattgemüse essen, wenn wir Sprossen essen, wenn wir wirklich von der Natur uns ernähren, Wildkräuter und so weiter, dann haben wir lebendiges Essen. Das lebt quasi noch in dem Moment, wo du reinbeißt. Aber der Unterschied ist, dass wir es nicht töten müssen wie ein Tier, sondern dass es für uns da ist, gegessen zu werden. Und das energetisiert uns auch. Und deshalb muss ich jetzt keine 5 Vorteile aufteilen, sondern der eine reicht schon, wenn wir wirklich in unserer Kraft sein wollen, wenn wir sein wollen wie ein Genie, wenn wir high performen wollen, wenn wir jung aussehen wollen und bleiben, dann müssen wir uns lebendig ernähren.
Ganz, ganz stark. Christian, sag mal noch einen Satz zum Thema Milch. Ja, also Milch ist ja... Das scheinbar gesunde Kalzium, genau. Ja, genau. Also da gibt es zum Beispiel einen ganz, ganz tollen Autor, der heißt Dr. Jens Frese, ist ein anerkannter Doktor und auch Ernährungswissenschaftler. Der hat ein Buch geschrieben, warum Kühe keine Milch trinken würden, glaube ich, heißt es. Und da geht er einfach auf die ganzen Sachen ein. Milch mit dem Kalzium fördert eigentlich Osteoporose und auch fördert vor allem unseren Säure-Basen-Haushalt in das Säuremilieu rein und verkalkt auch unsere Arterien. Also kann ich dir jetzt ewig viel aufzählen, was übrigens wissenschaftlich alles erwiesen ist. Und es bringt auch nichts. Jetzt mal ein ganz kurzer Satz. Ein Mentor von mir, alle Genies haben Mentoren, richtig, Maxim? Mhm. Ein Mentor von mir, der sagt immer, es ist egal, ob du Milch oder Biolandmilch trinkst oder Demetermilch. Milch ist Milch und die ist scheiße. Ich benutze das Wort ungern, nur es ist einfach nicht gut für uns, es ist einfach nicht für uns gemacht. Auch wenn Bio draufsteht, ist es nicht besser. Mhm. Stark, stark. Und es gibt ja diese Experimente, meine ich, dass Kälber, die sich, ich glaube, ein Jahr lang ausschließlich mit der pasteurisierten Milch ernährt haben, dass massenhafte davon verstorben, weil sie es einfach nicht kennen. Und dann das, was du sagst, die Marketingindustrie, die sagt, hier die Milch, damit lässt sich Geld verdienen, dann pasteurisieren wir sie. Das, was vorher vielleicht dann noch da war, ist komplett an den vorteilhafteren Teilen für den Menschen komplett raus. Und das andere ist nur noch das, was übrig bleibt, wie du sagst. Also nicht das gesunde Kalzium der Milch, sondern die Milch sorgt dafür, dass Kalzium entzogen wird durch die Säure im Körper, die sich durch Milch bildet. Und dann haben wir mehr Knochenbrüche als weniger durch die gesunde Milch, die scheinbar ist. Wir kommen gleich zum zweiten Teil zu diesem tollen Gespräch. So lange Hinweis an euch. Wir verlinken die großartigen Arbeit von Christian, auch seine tollen Bücher findest du direkt unter diesem Interview. Einfach draufklicken und herausfinden. Danke, dass du bis zum Ende geschaut hast. Lust auf mehr Erfolgswissen? Dieses findest du in unserer Genieakademie direkt hier. Und wenn du Lust hast, abonniere den YouTube-Kanal direkt hier.